Ja, war doch irgendwo noch ein Shortcut. Da oben war der doch, ne? Da hinten kann ich auch noch rein in diese Gülle-Suppe, aber was ist da noch? Da muss ich bestimmt reinfliegen oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Am besten ich probiere das direkt mal. Ne, geht nicht. Okay. Ach, ich weiß, wie ich hier reinkomme. So komme ich da rein, weil da kann ich mich locker rein. Ja, wäre schon gut, wenn du Schmetterlinge aufnehmen würdest. Hallo, hallo, hallo. Jawohl. Jetzt bitte das Umgekehrte raus hier. Jawohl. So, die Page haben wir auch. Wir brauchen 100. Da hinten war ich auch schon. Das ist nur die andere Richtung. Vielleicht gehe ich von hier aus zurück in die erste Welt. Hier ist es mir echt kürzer, wenn ich da lang gehe. Gut, dann halt nicht. Dann fliege ich weiter. Da ist mir jetzt dieser Shortcut, wo ich jetzt hier rechts einfach hin kann, in die erste Welt, also oder zweite Welt. Oh je, meine. In der ersten Welt gibt es ja diese große Regenwolke. Die kann Regen machen. Dann ist die Strecke mit dieser Turbowolke oder rasende Wolke nass. Aber dann kann ich ja nicht mehr mich gescheit bewegen, weil ich zu langsam bin. Im Glitcher, Frostgletscher oder wie gesagt, habe ich auch noch ein paar Sachen. Genau, da fehlt mir noch das Herzdingens. Hier fehlt mir noch das Molekül. Dann gibt es noch oben denn einen Turm, den ich noch irgendwie jetzt leicht rüberfliegen kann, wegen diesen Bomben halt das aufsprengen. Und guck mal, was da ist. Ich denke mal, ich werde das jetzt mal schaffen hier, endlich mal. Dann gibt es noch die Schneemänner, die brauchen noch Hüte. Ich weiß auch nicht, wie ich die bekomme oder was ich da machen muss. Das ist die einzige Welt, wo ich noch nicht rumgeflogen bin. Richtig. Was habe ich da noch ein paar Sachen übersehen? Gibt es noch ein paar Ghostwriter, die ich noch nicht habe? Muss jetzt schauen, welche das waren. Genau, der Kämpfende und der andere, der was zu essen braucht. Ne, war das hier überhaupt? Ich weiß nicht mehr. So, da oben müsste doch das gewesen sein, ne?
Genau. Irgendwo hier war der jetzt doch, ne? Da ist er, genau. Den wollte ich auch noch holen. Oh, das war jetzt... Ah, shit. Ist egal, wir kommen da locker wieder hin. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Da kann man bestimmt stehen, oder? Ja. Der muss erstmal weg, sonst kann ich hier nicht arbeiten, richtig? Der kann ja nach oben fliegen und alles, ne? Jawohl, jetzt haben wir den. Jetzt brauchen wir noch den anderen, mit der was essen kann. Nur wenn ich wüsste, wo der nochmal war. So, ach, das ist schon Ende hier oben. Gut, jetzt möchte ich das mit dem Turm machen. Ich glaube, da vorne ist nämlich das Molekül drin. Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt können wir da easy rüberfliegen. Davor haben wir echt viel zu viel Zeit verschwendet. Und können das hier aufsprengen. Und wie ich es vermutet habe ich hier das Molekül jetzt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Dr. Puss, ich habe dein Molekül gefunden. Oh, in der Tat. Ich habe sogar gerade die letzten Arbeiten am Dean Aether vorgenommen. Er ist jetzt bereit für die Transformierung. Mit dieser neuesten Modifizierung können wir diesen widerlichen Dr. Quack und seinem neuen Boss, die Leviten, lesen. Für diese nächste Transformation müsst ihr mir das Molekül dieser Welt bringen. Ja, habe ich doch dabei. Wir haben ein Molekül gefunden, Doc. Hervorragend, wenn du bereit bist und so weiter. Genau. Ich wusste jetzt auch nicht, dass man... Ich glaube, man hätte das auch schon viel früher holen können. Aber mir war keine andere Möglichkeit bekannt, weil bis ich dort auf der anderen Seite war, war es schon zu spät. Ja. Mal gucken, was das jetzt für eine ist, weil hier habe ich... Oh, ein Schneeschieber. Hervorragend, ein Schneepflug. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Um zu boosten. Und wirst du mir noch meine Einfahrt räumen? Oh, cool.
Ach, jetzt macht es auch Sinn mit diesen ganzen, ah, lol, man kann auch noch springen. Wie geil ist das denn? Boah, das ist voll schwer zu steuern, dieses Ding, weil es immer rollt, wenn ich den Stick bewege. Boah. So, nochmal. Ich rutsche dann immer so weg, so leicht. Hier oben war ja auch so ein Ding, das wollte ich jetzt erreichen. Boah, was ist mit der Steuerung? Alter, diese Steuerung ist grauenvoll. So. Erstmal drehen wir uns, dass man hier schön geradeaus fahren kann. Oh je, jetzt kommt das Schwierigste überhaupt. Wie ich das wusste, dass das wieder in die Hose geht. Wie ich das wusste einfach. Egal, wenn das schon uns sind, dann gehe ich jetzt nicht nochmal hoch. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da gehe ich jetzt zu den anderen. Gibt da noch mehrere von diesen Schneehaufen. Zum Beispiel in dieser Höhle. Ich glaube, in den Schneehaufen finde ich dann die Hüte. Kann das sein? Ah, hier ist nicht so einer. Siehst du? Genau. Ah, guck, da habe ich den Hut schon. So, da ist der erste Schneemann. Das habe ich auch noch nicht gerafft, was das hier sein soll. Vielleicht die Fahr-, vielleicht die Abspiel nach der Reihe. Aber wie soll ich das machen? Oh Mann. Dazu muss ich auch nichts mehr sagen. Es war doch nur auf der einen Seite dieser Haufen, ne? Genau, da kam ich da raus und deswegen bin ich direkt reingefallen. Hier, Dr. Puss, ich brauche nochmal. Ja. So, ich denke mal, das ist die Abkürzung da hoch, ne? Ach, das ist so gewollt, dass ich hier gar nicht hoch darf, ne? Ja. Ach, da hinten ist ja das Ding, was ich suche. Oh, das war jetzt richtig... Nein, ich will den Hut haben. Komm. Ah, mein Hut bringt mir ihn. Okay. Bringen wir den Hut. Was ist hier oben überhaupt? Wo war denn noch so ein Schneehaufen? Dort ist Kartos. Das ist auch irgendwie... Das sind, glaube ich, vier... Vier Stück sind das, vier Schneemänner. Ne, da komme ich nicht so einfach runter, ne?